Servus Freunde und herzlich willkommen zur nächsten Folge, zur zweiten Folge Kingdom Come Deliverance. Ich hoffe, ich habe den Audiofehler beseitigen können. Also es sieht ganz gut aus auf der Audioaufnahme. Ich hoffe, das wird auch so bleiben. Hier kann man sich waschen. Okay, dafür musst du das Badehaus aufsuchen. Interessant, echt interessantes Spiel bisher. Hier noch irgendwas machen. Blumen pflücken oder so. Haben wir im Garten irgendwas Schönes, mich dran bedienen kann? Nein. Okay. Ich nehme mal an, dass diese Punkte meine Questmarker sind. Kann ich die. Die Quests waren doch hier, ne? Questlog. Kaufe einen Sack Kohle auf den Markt. Wir machen mal A als erstes. Ich kaufe einen Sack Kohle auf dem Markt. Wer bist du denn eigentlich? Ein Dorfbewohner. Spricht nicht mit mir. Okay. Sprinten wir mal hier runter. Und da ich dich sehe, hoffentlich noch besser, bist du hier um zu kaufen. In der Tat. Sonst hätte ich bald nicht zum Erz zu schmelzen. Hallo Heinrich. Helfer des Köhlers. Köhlers. Beim Händler musst du deine Einkäufe zuerst mit E in den Warenkorb legen und dann entweder den Einkauf mit X bestätigen oder versuchen zu falschen. Ja, dann würde ich mal so sagen, lass uns handeln. Einmal Holzkohle in den Warenkorb. Wie mache ich das? Ach, da mit E. Ich nehme jetzt erstmal ein. Ich weiß jetzt nicht, wie das war. Vermögen des Händlers, dein Ruf. Ich habe gar kein Geld. Also müsste ich ja theoretisch erstmal was verkaufen, ne? Ja. Möchtest du vielleicht Käse? Nee, jetzt mal ohne Witz. Ich habe ja gar kein Geld. Nee. Ich will den Laden wirklich verlassen. Ich muss erstmal ein bisschen Geld verdienen, glaube ich. Questlog. Begib dich zum Schwertkampftraining. C. Treibe Kuneshs Schulden ein. Machen wir doch erstmal C. Wo ist C? Da hinten. Ist das der nette Mann da vorne? Lecker. So, bist du Kunesh? Hallo? Ja. Gott sei mit dir, Kunesh. Was willst denn du? Vater schickt mich wegen der Schulden. Mein Vater schickt mich wegen des Geldes, das du ihm für das Werkzeug und die Nägel schuldest. Ich hab nix. Verzieh dich. Bezahl zumindest das Werkzeug, komm. Du weißt, du schuldest meinem Vater sehr viel. Wenn er zum Vogt geht, bekommst du Ärger. Also zahl zumindest für die Axt und den Hammer, wenn du schon nicht alles aufbringen kannst. Ich hab nix, du Bastard. Scher dich zum Teufel, sonst zeige ich dir, was für Äxte dein Alter schmiedet. Ohoho. Meine Redekunst ist nicht so hoch. Zahle, du Sau. Ja, meine aggressive Haltung, nenne ich es jetzt einfach mal, ist ein bisschen besser als meine Redekunst. Ich nehme das jetzt hier. Ich habe mich wohl verhört. Es klang beinahe, als hättest du gesagt, ich soll mich zum Teufel scheren. Glaubst du etwa, du könntest stehlen und mir dann auch noch Angst einjagen? Du Hurensohn, wie kannst du es wagen, um mit mir zu reden? Hat dir dein langfingeriger Vater keine Manieren beigebracht? Ich werde dich lehren. Sicher. Oh. Jetzt muss ich.
Ach du Heiland, unbewaffneter Kampf. F ist Tritt. Tab ist Fokussieren. Ah, hört schon irgendwie hinein. Ich zerquetsche. Au! Gott verdammt! Dopeachy! Was? Dopeachy? Was heißt das? Au! Wie kann ich denn eigentlich? Du denkst, du bist gut, nicht wahr? Bam! Ins Gesicht! Genau. Muss noch nicht, wie ich auch. Ich geb auf. Nimm, was du willst. Es ist nicht viel, aber alles, was ich hab. Kapiert? Ja. Kunesh Schlüssel. Finde etwas bei Kunesh, das sich verkaufen lässt. Versuch, die Axt, den Hammer und die Nägel auf eine andere Weise zurückzubekommen. Okay, du kannst deine Gesundheit stets in der roten Leiste sehen. Okay, ja. Ach, Kunesh. Na gut, Börschchen. Hast mich klein gekriegt. Nimm, was du willst, aber das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Pass auf! Ich dachte, ich könnte ihn noch hauen. So, ist das Kunesh Haus? Okay. Ja, gut, der scheint ja wirklich nichts zu haben, ne? Ja, wollen wir mal gucken, ob wir hier was finden, was wir zu Geld machen können, ne? Ich wage es gerade mal so ein bisschen zu anzuzweifeln. Ah, das ist das, wo er wohnt. Aus dem Topf essen. Ich will jetzt was essen. So. Ich habe das Gefühl, hier wird ein Tonfehler. Wartet mal, ich werde mal gerade schnell hier was machen müssen. Ach Quatsch. So. Ja, dürfte jetzt wieder gehen. Oh, aufschließen hier. Hammer ist meiner. Kunesh Nägel, die gehören jetzt mir auch. So. Was sollte ich denn hier alles eigentlich besorgen? Hätte wirklich gar nichts, ne? Hier ist ein bisschen Kohle. Geld, oder? Ne. Gucken wir nochmal rein. Questlog. Jetzt steht das unter F. Finde, also hier optional, finde etwas bei Kunesh, das sich verkaufen lässt. Versuch die Axt, den Hammer und die Nägel auf eine andere Weise zu bekommen. Die Axt habe ich noch nicht. Okay. Da muss ich die noch suchen. Schießen. Die könnte. Hat er nicht vorhin mit der Axt draußen hantiert? Jo, hier. Na gut, Börschchen. Hast mich klein gekriegt. Ja, damit. Nimm, was du willst. Aber das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Perfekt, das habe ich. Treibe Kunesh Schulden ein. Finde etwas bei Kunesh, das sich verkaufen lässt. Das ist ja jetzt tatsächlich dann nur das, was ich gerade rausgenommen habe, ne? Ist ja tatsächlich dann nicht irgendwie noch was extra in diesem Haus. Also 7,24. Wollen wir mal gucken, wie weit wir damit kommen.
Dürfen wir das Ganze denn jetzt eigentlich verkaufen? Steht da was? Begib dich zum Blablabla. Kaufe einen Sack Kohl auf dem Markt, hole die Parierstange in der Burg ab, kaufe Bier im Wirtshaus. Kaufe einen Sack Mehl auf dem Markt. Also eigentlich 10 Sack Mehl? Hey, Heinrich kommt uns bitte. Ja, ich komme zu dir. Lass uns handeln, mein Lieber. Nee, warte mal. Holzkohle. Hä? Ich will doch Mehl. Wo habe ich denn jetzt Mehl gelesen? Hä? Ich kaufe einen Sack Kohle auf dem Markt natürlich. Also, entweder sind es 10 oder einer. Ich kaufe erstmal einen. Obwohl... 10 Stück. Ich nehme viele ab. Das bedeutet, kann auch noch mal ein bisschen falschen, ne? Reden wir über den Preis. Warum nicht? Also. Falschen. Du kannst beim Kaufen und Verkaufen falschen. Wähle die Menge, die du zahlen oder erhalten möchtest, mit W oder S und bla bla bla. Dein letztes Angebot, okay. Werden wir schon irgendwie rausfinden. Ich möchte mich da ein bisschen überraschen lassen. Also. Du hast nicht genug Geld. Scheiße. Jetzt habe ich meinen Ruf verschlechtert, weil ich nicht genug Geld habe. Ich bin so blöd. Ich muss ja erstmal Sachen hier verkaufen. Ah. Komm hier. Ah. Ich verkaufe dir die Linsensuppe, den Käse. Die zwei Brötchen und die Äpfel behalte ich. Und dafür kriege ich jetzt insgesamt 3,9, wenn ich das richtig sehe, ne? Komm. Legen wir noch einen Apfel oben drauf. Dann haben wir nämlich genau 4. So. Jetzt dürfte ich 4 haben. Und jetzt muss ich aber ein bisschen feilschen mit dem Guten. Ich brauche 10 Säcke Mehl. Ja. Im Warenkorb. Jetzt muss ich feilschen. Ich möchte aber über den Preis sprechen. Ja? Ja? Ja, ja, ja. Ich möchte gerne dafür nur 3,5 bezahlen. Wie wär's damit? Ein schlechtes Angebot. Ah, schade. Komm, mehr als 3,8 kann ich dir nicht geben. Dann vergiss es. Was? Och nö, schon wieder mein Ruf verschlechtert. Ah, gut. Dann muss ich noch was verkaufen. Dann muss ich halt eben vielleicht doch den Hammer verkaufen. So, Handel abschließen. Gott sei mit dir. Und jetzt Holzkohle, gib mir das jetzt. 10 Mal. Und ich möchte den Handel abschließen. So. Danke. Oh. So, was als nächstes? Steht das irgendwo hier, dass ich das zurückbringen muss? Nee. Kauf ein Bier im Wirtshaus. Da hinten. Nein!
Genenstoffe, Natur oder gefärbt. Besen für die Stube. Rechen und Hacken für den Acker. Kommt hier noch rein. Man mehr. Kommt und seht euch um. Den Eingang. Ach, da. Cutscene. Ist das dein Ernst, Deutscher? Beleidigst du gerade unseren König? Ich beleidige niemanden, ich sage nur die Wahrheit. Siegismund hat bloß getan, was getan werden musste. Ach wirklich, er musste den König entführen. Musste sein Vetter Prokop in eine Falle locken und auch noch einkerkern? Er musste in Kuttenberg einmarschieren und sie mit einer Armee von Tataren belagern? Warum nicht? Was taugt dieser Wenzel schon als König? Unser Reich wird in seinen Händen zugrunde gehen. Die deutschen Grafen wählten Ruprecht von der Pfalz zum König, weil euer ach so geliebter Wenzel noch nicht mal ihren Reichstagen beiwohnt. Deutschen Grafen? Diese Verräter. Sogar der Papst. Gott sei mit dir, Heinrich. Mit dir auch, Matthäus. Was ist denn hier los? Ach, der Deutsche wieder labert nur Scheiße. Was? Hör einfach hin, dann wirst du es schon merken. Irgendjemand muss für Ordnung sorgen und das Reich wieder vereinen. Was kümmern mich bitte die Österreicher? Und heutzutage kommt nicht mal mehr der Teufel persönlich bei all den Päpsten mit. Welcher ist denn der Rechtmäßige, der in Rom oder in Avignon? Hör auf mit der Blasphemie, Alex. Ist doch wahr. Wenzel ist schließlich der König von Böhmen. Und der böhmische Adel hält zu ihm. Zur Hölle mit Rosenberg und seiner Kabale. Herr Ratzig ist Wenzels oberster Kriegsherr und blieb dem König gegenüber loyal. Wenn er hören würde, was du gerade sagst, würde er dich wie ein Hund verdreschen. Dein Reichstag wird bald nichts mehr zum Regieren haben. Jobst musste Luxemburg verkaufen, um deinem König zu helfen. Südböhmen gehört Sigismund. Mein Lieber, du solltest Kuttenberg nicht vergessen, wo Deutsche wie du Sigismunds Füße küssten, um ihre Köpfe behalten zu können. Ja, aber... Werter Herr Deutsch, das ist doch sinnlos. Lass uns über angenehmere Dinge sprechen. Genau meine Rede. Der Deutsche ist zu weit gegangen. Wenzel ist unser rechtmäßiger König. Er ist wirklich ein Idiot. Was können wir tun? Ich glaube, ich hätte da eine Idee. Dieser deutsche Hund verdient eine Lektion, da sind wir uns einig. Oder, Fritz? Und wie, Matthäus? Wir sollten ihn ordentlich verprügeln. Bist du verrückt? Willst du am Schandpfahl enden? Ja, hör nicht auf Fritz. Ich habe eine bessere Idee. Bei dem Scheiß, den der Deutsche geredet hat, musste ich an den riesigen Misthaufen denken. Ihr wisst schon, den neben seinem wunderschönen, frisch gekalkten Haus. Denkst du, wir sollten es neu anstreichen? Ich bin dabei. Also, ich würde es lieber anzünden, wenn ich ehrlich bin. Aber das ist auch gar nicht so schlecht. Und was ist mit dir, Heinrich? Wisst ihr, ich wollte Vater gerade Bier und noch ein paar andere Dinge bringen. Wir stellen Herrn Ratzigs Schwert fertig. Komm schon. Ein paar Handvoll Dung zu schmeißen wird sicher nicht den ganzen Tag dauern. Und es ist unsere Pflicht, die Ehre des Königs zu verteidigen. Also, Kumpel, bist du dabei? Ich habe es befürchtet, dass wir uns jetzt an dieser Stelle entscheiden müssen. Ach komm, ich bin dabei. Vater kann ein bisschen warten. Das wollte ich hören. Ich wusste, du lässt dir diesen Spaß nicht entgehen. Auf geht's. Ja, komm. Dauert das Ganze halt ein bisschen länger hier draußen. Wie 5 Minuten. Sakra. So. Angriffsplan durchgehen. Geht das jetzt durch oder nicht? Warte, wir müssen nachsehen, ob die Luft rein ist. Warum? Der Deutsche ist in der Schenke. Hast du nach all den Jahren nicht bemerkt, dass er eine Frau und einen Sohn hat? Und? Ist das ein Problem? Ja, ist es. Heinrich, geh und lock sie irgendwie weg. Ah. Warum ich? Weil du der Schlaue bist. Heinrich, genau. Schön, dass du da bist. Okay. Ich muss das wohl mal machen. Optional. Locke die Gattin des Deutschen weg. Ja, das ist bestimmt sie. Hi. Was willst du, Junge?
Dein Gatte macht Ärger in der Schenke. Ich kam gerade am Wirtshaus vorbei und dein Gatte redete Unsinn. Ich dachte mir, dass ihn besser jemand nach Hause holt, bevor er Ärger bekommt. Was für Unsinn? Nun, dass Sigismund im Recht wäre und König Wenzel ein Säufer sei, sowas in der Art. Ein paar Leuten hat das nicht gefallen, also dachte ich... Gott Allmächtiger, dieser Narr! Als nächstes fängt er noch mit den Päpsten an. Kann gut sein, dass er auch Päpste erwähnte. Danke, dass du mich gewarnt hast. Hoffentlich erwische ich ihn, bevor er wieder in eine Schlägerei gerät. Ja. Locke die Göttin des Deutschen weg. Das hat funktioniert. Sie rennt weg, also... Nehmen wir jetzt mal hier ein bisschen Dung. Ruf verschlechtert. Naja. Worauf wartest du, Soldat? Feuert den Tribok ab! Für König und Vaterland! König und Vaterland am Arsch! Häuser einsauen macht einfach Spaß! Das ist fast so gut wie diesen Verräter am Pranger zu sehen. Aber nur fast. Also das wäre wirklich herrlich. Das ist für Sigismund! Ich bin mal gespannt, ob sie so weit gedacht haben, dass ich vielleicht möglicherweise meine Wunde an der Hand entzünden könnte. Was zur Hölle glaubt ihr, was ihr tut? Hey Hans, siehst du schlecht? Wir verpassen deinem Haus einen neuen Anstrich! Es ist genauso wie das, was dein alter Herr in der Taverne über Sigismund erzählt hat. Wir tun nur, was wir tun müssen. Hurensöhne! Ich werde euch verdammt nochmal den Arsch aufreißen! Oh, interessant. Das will ich erst mal sehen. Und was machst du hier eigentlich, Bischek? Mit diesen dreckigen Deutschlingen Händchen halten? Sag mal, möchtest du vielleicht die neueste deutsche Mode ausprobieren? Arschloch! Das wirst du mir büßen! Oh, ich glaube, lebe ich wieder einen Kampf. Geh und räche dich an dem Deutschen. Herrgott, musst du jetzt weinen? Du hast es so gewollt. Was tut ihr da? Habt ihr den Verstand verloren? Der Bettel ist auf dem Weg. Oh, da muss ich aber ganz schnell abhauen. Willkommen, Heinrich. Hallo. Trifft die Jungs bei den... bei Kunesh. Okay. Machen wir doch glatt. Bin schneller als die. Matthias, renn doch mal ein bisschen schneller, Mensch. Wer bist du? Bist du Fritz? Du bist Fritz. Wer bist du? Matthäus. Was zum... Aber wirklich schön, das Spiel bisher. Macht mir wirklich Spaß. So. Mal sehen, ob wir trotzdem jetzt gleich noch einen an Latz kriegen. Meine Waren erhellen euch den besten. Ich soll die anderen beim Kunesh treffen, ne? Aber da ist er jetzt nicht so eilig, oder? Muss ich das direkt machen? Ansonsten würde ich jetzt erstmal das Bier... Obwohl, das ist optional. Wir machen das einfach mal mit. Machen das einfach mal mit. Vielleicht geht uns sonst was verloren. Unser Ruf bei unseren Freunden ist schlechter dann dadurch. Wir machen es einfach mal. Zu unserem Vater kommen wir etwas später. So. Ja, warum, wo rennt ihr denn jetzt hin? Hier ist noch das Haus von Kunesh. Ach, hier, ganz hinten. So. Kackdeutschen haben wir es gegeben. Das war ziemlich knapp, was? Pff,
Der alte Sack hatte keine Chance. Ja, aber hoffentlich verpfeift uns Hans nicht, dieser Scheißkerl. Lass ihn doch pfeifen. Was können Sie denn schon groß tun? Nur weil wir ein bisschen Mist geworfen haben. Ein wahres Wort. Den Deutschling kann sowieso keiner gut leiden. Gut, dass uns Johanka gewarnt hat. Saubere Arbeit mit dem Haus. Ja, gut, dass uns Johanka gewarnt hat. Nachher hätten wir sonst wirklich einen drüber gekriegt. Gut, dass uns Johanka gewarnt hat. Das kreuzbrave Mädel. Ein Wunder, dass sie uns den Büttel nicht auf den Hals gehetzt hat. Sie muss Matthias gesehen haben. Was genau meinst du? Weil er auf sie steht. Und ich glaube, er gefällt ihr auch ganz gut. Schnauze, du Holzkopf. So, aber auf jeden Fall saubere Arbeit mit dem Haus. Jedenfalls saubere Arbeit mit dem Haus. Okay, mit hat das gleiche gesagt wie ich. Heinrich, schön, dass du da bist. So, ja, schön, dass ich da bin, finde ich auch. An dieser Stelle... Hi, Kunesh. Na gut, Börfchen. Egal. Gehen wir mal zum Wirtshaus und holen da mal das Bier ab. Wahrscheinlich hier oben drinnen, ne? Hier ist es schon. Bianca! Grüß dich, meine Liebe. Gut siehst du aus. Du auch, mein Hübscher. Was führt dich hierher? Ich bin erstmal der Schirmmüll und sag du. Deine Schönheit natürlich. Oh, edler Herr, ich fühle mich geschmeichelt. Was könnte der werte Herr begehren, abgesehen von meiner Schönheit? Bier für Vater. Wir sagen es einfach, weil so langsam müssen wir mal in die Pötte kommen. Ich brauche Bier für Vater. Ein Krug wie immer? Jawohl, einen kalten aus dem Keller. Aber natürlich. Was kostet das jetzt? Oder ist das gratis? Weil sie meine Freundin ist oder... Das geht auf mich. Du kannst es am Abend wieder gut machen. Ausgeschlossen. Hier. Und heute Abend habe ich noch etwas für dich. Kann's kaum erwarten. Danke. Du kannst dich schon auf heute Abend freuen. Du auch. Ach, übrigens, dieser zwielichtige Kerl hat nach dir gesucht. Vaniak? Schätze, ja. Bestimmt ist er einer, der ehrliche Wandersleute bestiehlt. Ich bin froh, wenn er verschwindet. Was in drei Teufels Namen hast du mit dem zu schaffen? Er versprach mir, mich im Schwertkampf zu unterweisen. Was würde dir das nützen? Ach, hör auf. Du klingst ja schon wie Vater. Bis heute Abend. Heinrich, ich habe da etwas Spezielles für dich. Ach ja? Und was könnte das sein? Dein Lieblingstrunk, Retterschnaps. Ha! Du bist ein Engel. Hoffentlich bedankst du dich später entsprechend. Das werde ich. Grüß dich, fünfmal Heinrich. Retterschnaps gekriegt. Sehr cool. Das Spiel speichert von Zeit zu Zeit automatisch. Und der Retterschnaps ist, manuelles Speichern. Ah, okay, ich verstehe. Gut. Das ist gut zu wissen. So, wollen wir doch mal gucken. Wir haben noch 0,2 Groschen übrig. Also, begib dich zum Schwertkampftraining, haben wir jetzt noch. Und hol die Parierstange in der Burg ab. Aber das alles werden wir in der nächsten Folge machen. Eine halbe Stunde haben wir jetzt ungefähr. Ich hoffe, ihr habt Spaß bei diesem Let's Play. Ich finde das Spiel bisher richtig cool. Es macht wirklich Laune. Und ich hoffe, ihr seht das auch so. Wenn es euch gefällt, lasst ruhig ein Like da, lasst ein Abo da, um keine weitere Folge mehr zu verpassen. Ich hoffe, wir sehen uns auch das nächste Mal. Bei Kingdom Come Deliverance. Bis zum nächsten Mal. Ciao.